Sehr geehrte Zuschauer, guten Tag. Heute haben wir wieder Daniel Sachkov zu Gast. Er ist Finanzanalyst, Mathematiker, IT-Spezialist, Entwickler der Internetplattform Bastion. TikTok ist in aller Munde. Alle versuchen, das zu kopieren, was TikTok macht. Es ist ein riesiges Sozialnetzwerk, über 1 Milliarde Benutzer. Ich habe ja einen großen Vortrag über die sozialen Netzwerke gemacht, wo ich erkläre, was die sozialen Netzwerke sind, was die für Probleme haben, wie sie verwendet werden. TikTok ist der Ausdruck des Übelsten, was die sozialen Netzwerke zu bieten haben. Ich streite das nicht ab, dass es dort auch normale Menschen gibt und normale Videos, die gibt es. Aber das macht nichts zur Sache. TikTok ist ein riesiges neuronales Netz. Besser gesagt, eine Vielzahl an neuronalen Netzen. Was passiert da? Als erstes wird die Aufmerksamkeit gestreut, da die Videos dort ca. 15 Sekunden lang sind. Die Aufmerksamkeit, die bei den Menschen sowieso im Keller ist. Der Mensch kann sich vor nichts schützen, wenn er keine Aufmerksamkeit hat. Im Grunde wird dort die Aufmerksamkeit zerstört, auch die Selbstkontrolle. Der Mensch kann ohne Selbstkontrolle kein Individuum sein. Er kann im Leben nichts erreichen ohne Selbstkontrolle. TikTok zerstört die Selbstkontrolle, weil TikTok einen speziellen Algorithmus hat, der das Zentrum für Vergnügen triggert und einen Dopaminausstoß provoziert. Das Glücksempfinden. Das Gefühl von Glück von diesem neuen Video, das genau ins Schwarze trifft. Dementsprechend macht es die Menschen krank. Deshalb investiert man auch so große Summen da rein. Denn diese Menschen werden dadurch bereit sein, im Metaversum zu leben. Die Menschen, die mit TikTok aufgewachsen sind, werden dafür bereit sein, weil sie daran gewöhnt sind. Sie werden das kennen. TikTok ist die Brücke zu diesen Metaversen. Versteht ihr? Es gibt Forschungen, ernsthafte Forschungsarbeiten, die zeigen, dass TikTok eine Epidemie an psychischen Krankheiten bei Kindern ausgelöst hat. Unter anderem auch Selbstmorde. Das passiert folgendermaßen. Die Kinder haben eine plastische Psyche. Bei vielen gibt es Abweichungen. Vielleicht sollte man nicht Abweichungen sagen. Wir Menschen sind alle unterschiedlich. Jeder hat seine kleinen Besonderheiten, die sich mit der Zeit in etwas Positives entwickeln können, gewisse Talente. Wenn der Mensch aber ins TikTok geht und hat zum Beispiel eine Neigung zu Melancholie, das ist ja nicht immer schlimm. Einige großartige Poeten waren Melancholiker. Das sind nur Charakterzüge. Wenn man damit richtig umgeht, kann der Poet die Menschen mit seiner Poesie erfreuen. Was passiert mit einem Melancholiker im TikTok? Er bekommt mehr und mehr von dieser Melancholie. Das führt ihn in eine tiefe Depression. Warum? Das neuronale Netz knackt ihn, bricht ihn auf wie eine Nuss. Ich habe euch davon schon mal erzählt. Der Mensch denkt nicht rational. Der Mensch ist ein irrationales Wesen. Gott beschenkte uns mit den sogenannten Heuristiken. Das ist ein intuitives Denken. Einerseits können wir ohne diese Heuristiken nicht leben. Das ist der Grund, warum der Mensch ein so erfolgreiches Lebewesen ist. Gleichzeitig können sie eine Art Schwäche sein, quasi ein Loch in der Psyche. Wenn das neuronale Netz diese Heuristiken bei Menschen findet, beginnt es gnadenlos darauf einzuhämmern und ruft eine Abhängigkeit hervor. Das ist eine richtige Droge. Ich baue für euch hier eine logische Verknüpfung auf. Es scheint, als erzähle ich von sehr unterschiedlichen Dingen. Die sind aber offensichtlich und sind Glieder derselben Kette. Der Finanzcrash an den Börsen, Enteignung und eine neue virtuelle Welt. Statt Erde, Wasser und Energie, das Glück, welches uns virtuell serviert wird. Zieh die 3D-Brille an und hocke in deiner Kammer oder auf dem Klo und gucke in das Metaversum und sei glücklich. TikTok ist wie eine Brücke zwischen diesen zwei Zuständen. Die Generation der Kinder, die mit TikTok aufwachsen, Instagram ist ähnlich. Nur ist Instagram nicht so raffiniert, eher eine Rohfassung. Und TikTok ist einfach eine Maschine, die die Psyche knackt. Es knackt die Psyche und schafft mental kranke Kinder. Ein Erwachsener ist vielleicht noch in der Lage, das abzuschalten. Für die Kinder ist es sehr, sehr schwer. Deshalb mein Fazit. Ich zum Beispiel, meine Kinder bekommen überhaupt keine Smartphones in die Hand. Ich bitte euch drum und empfehle es euch sehr. Lasst es auf keinen Fall zu, dass eure Kinder TikTok benutzen. Mit Instagram dasselbe. Weil, und ich habe es euch schon erklärt, es ist bereits die Quintessenz. Die Quintessenz der Zerstörung des Bewusstseins. Die Fragmentierung des Bewusstseins, die notwendig ist, damit die Menschen freiwillig in diese Welten gehen. Ihr versteht doch. Oft habe ich es in den Kommentaren gesehen, dass ihr schreibt, Daniel,
Wie sollen wir uns vorbereiten? Man kann doch auf der Erde nicht vollkommen autonom leben. Darüber spreche ich nicht. Ich spreche darüber, dass als erstes es eine Periode geben wird. Wir müssen diese Periode überstehen. Das Zweite, wovon ich spreche, dass man verstehen muss, dass alle diese Kataklysmen, es ist nicht so, dass sie nicht von uns abhängen. Sie hängen nur teilweise nicht von unserem eigenen Willen ab. Um aus den Menschen Sklaven zu machen, sie vollständig zu enteignen und sie zu zwingen, so ein Leben anzunehmen, alleine mit Kraft ist es nicht möglich. Das kann man nicht allein durch Gewalt erzwingen. Es muss eine gewisse Einwilligung da sein. Es müssen sehr viele da sein, die es annehmen, die sich das irgendwie erklären werden, die das aus diesem oder jenen Motiven machen. Also ich spreche darüber, dass man sich in Sicherheit bringen muss. In Sicherheit vor diesem Druck. Und das Wichtigste, die eigenen Kinder in Sicherheit bringen. Weil ihr heute alles richtig machen könnt. Ihr könnt es durchstehen. Ihr könnt auch siegen. Alles, was ihr wollt. Wenn aber die Generation eurer Kinder mit TikTok aufwächst, entschuldigt mich, das werden keine Persönlichkeiten sein. Die werden keine Selbstkontrolle haben, keine Aufmerksamkeit. Kann sein, dass es talentierte Kinder bleiben, trotz allem. Sie werden aber nichts auf dieser Welt aufbauen können und nichts entgegenwirken können. TikTok ist eine Waffe. Ich war bei diesen Konferenzen dabei. Ich habe gesehen, dass das Metaversum sich mit den Elementen von TikTok verbindet. Und alle sprechen dort über TikTok als Beispiel. Ich denke, das ist auch kein Zufall. Ich habe zu den Finanzen ein Fazit gezogen mit der Überleitung zu den Technologien. Wenn wir über Finanzen sprechen, ist das Eigentum reales Eigentum. Sorgt deshalb vor für eure Familien, inwieweit es möglich ist. Die Technologien betreffend, verwendet ausschließlich das, was notwendig ist. Verwendet es aber wie der Herr der Sache. Lässt es nicht zu, dass diese Technologien euch beherrschen, vor allem eure Kinder. Denn alles, was ihr im Leben unternimmt, wird sinnlos sein, wenn ihr Kind im TikTok sitzt. Ich habe keine Angst, es so auszusprechen. Sollen die mich verunglimpfen, wie die wollen. Ich bin selbst ein Technikfreak. Ich baue diese Produkte. Ich verstehe voll und ganz, wie sie funktionieren. Ich sage euch, ihr müsst zumindest wünschenswert euren Kindern ganz verbieten, Smartphones zu benutzen, weil es da auch Momente gibt, die wie eine Droge wirken. Im Großen und Ganzen aber TikTok und bis zu einem bestimmten Grad Instagram sind zwei Drogen. Würdet ihr eurem Kind Drogen verabreichen? Nein. Das ist aber eine Droge, die eine Generation von Kindern erzieht, die theoretisch zum Jahr 2030 oder für wann das auch vorgeschrieben ist, da sollen die das annehmen. Deshalb versteht, was die mit uns vorhaben. Und macht das Gegenteil.